berühmt für seine gute Luft, das gesunde Leben und die Schönheit seiner Natur. Aber der schöne Schein trügt. In den Schatten lauert ein Team von wahnsinnigen Spieleentwicklern, die an der Verwirklichung eines teuflischen Plans arbeiten, der so schrecklich ist, dass die Leute die nackte Panik ergreifen wird. Der Name dieses streng geheimen Projekts ist War of the Monsters. Begleiten Sie uns bei der Enthüllung der Hintergründe dieser größten Schlacht, die jemals auf Erden stattgefunden hat. Alles beginnt mit der Tatsache, dass die Erde von Aliens aus den Tiefen des Weltraums angegriffen wird und die Regierungen des Planeten sich vereinen, um eine Superwaffe zu entwickeln, mit der sie die Angreifer besiegen können, was sie auch tun. Das Dumme ist nur, dass die zerstörten UFOs auf die Erde stürzen und der ganze Planet von einer radioaktiven Flüssigkeit verseucht wird. Anschließend werden diese riesigen Monster geboren und entwickeln sich zu riesigen Insekten und anderen verrückten Kreaturen. Das war die Erklärung dafür, wie sich diese Monster entwickelt haben. Jetzt ist es an der Zeit, die unglaublichen Eigenschaften der Monster zu enthüllen. Eines der 8 Monster, mit denen man zu Beginn spielen kann, ist Praetor, die Gottesanbeterin. Sie ist ein Mutantenwesen, das blitzschnell attackiert. Sie eignet sich hervorragend für den Nahkampf, kann aber ebenso gut fangen und werfen. Weiterhin haben wir Konga, einen riesigen Schimpansen, der ein sehr ausgeglichener Charakter ist. Dann gibt es noch den Roboter 47. Er ist ein Robotklassiker aus dem Atomzeitalter und verfügt über eine coole Fähigkeit. Er kann eine Nuklearrakete abfeuern und damit eine Riesenverwüstung anrichten. Und es gibt den steinernen Wächter Agamo, eine Statue von einer dieser polynesischen Inseln. Magmo, der Erzfeind Agamos, ist eine Feuerkreatur mit 4 Armen und kann, genau wie Agamo, eine Riesenverwüstung anrichten. Dann ist da noch Ultra 5, der japanische Roboter, der wie ein Spielzeug aussieht. Er ist wirklich beliebt. Kineticlops ist ein klassisches Science-Fiction-Monster, wie man es aus alten Filmen kennt. Bei seiner Schöpfung wurden wir stark von Science-Fiction-Klassikern beeinflusst. Er besteht aus reiner Energie, durch seinen ganzen Körper fließt Elektrizität und aus seiner Körpermitte blickt ein riesiger Augapfel, der auf dem Plasma treibt. Die größte Herausforderung bei War of the Monsters war, das richtige Design für die Monster zu finden. Wir haben für jedes Monster stapelweise Entwürfe angefertigt. Agamo zum Beispiel, der riesige Steingötze, war anfangs nur ein Steinhaufen mit Beinen. Wir haben erst hier und dann da etwas geändert. Das Ausprobieren der verschiedenen Möglichkeiten hat eine Ewigkeit gedauert. Das Chaos regiert und die Monster wüten. In den Händen des richtigen Spielers kann alles um das Monster herum zu einer Waffe werden. Innerhalb des Spiels gibt es die Möglichkeit, Attacken mit Hilfe von Teilen der Spielumgebung auszuführen. Eine davon ist wesentlich für den gesamten Spielablauf. Man kann Gegenstände und Gebäude, im Grunde genommen die gesamte Levelgeometrie, im Kampf einsetzen. Man kann Autos aufheben, einen Bus oder Zug, was auch immer, und es als Waffe verwenden. Darüber hinaus gibt es noch Naturkatastrophen, die die Monster erzeugen können. Unserer Meinung nach passt das sehr gut in die Thematik, weil die Monster in alten Filmen aus den 50er Jahren nicht einfach nur miteinander ringen wie Jungs in kurzen Hosen. Sie stampfen durch Städte und Täler, bewerfen sich gegenseitig mit Felsbrocken und lösen auf diese Weise Naturkatastrophen aus. Es gibt im Spiel auch Elemente wie zum Beispiel Flutwellen, Erdbeben, Zwischenfälle mit Kernkraftwerken, alles Dinge, welche die Dynamik der Kämpfe mit immer weiterschreitender Zerstörung des Levels verändern können. Eines der wesentlichen Elemente von War of the Monsters ist die Mischung aus Fernkampf- und Nahkampf-Gameplay. Wir merkten früh, dass dies mit den traditionellen Kameratechniken, die gegenwärtig in der Videospielindustrie verwendet werden, nicht klappen würde. Das Modell, das uns dann am besten gefallen hat, ist unsere Kamera-Unification-Technologie. Dabei wird im Zweispieler-Modus der Bildschirm geteilt. Ein Spieler spielt links, der andere rechts und die Kamera folgt beiden Spielern durch den Level. Dadurch haben sie die Möglichkeit zu springen, zu klettern, zu fliegen, praktisch alles zu tun, was sie tun möchten. Kommen sie aber nahe genug aufeinander zu, entsteht eine Nahkampfsituation. Dies wird vom System erkannt und der Bildschirm wird in eine traditionellere Kampfansicht geschaltet, die den Spielern die Möglichkeit gibt, sich auf den Nahkampf einzulassen. Auf diese Weise können sie in coolen Monsterschlachten zum Beispiel von einem Gebäude zum nächsten springen oder ein Spieler trifft den anderen und schleudert ihn durch den gesamten Level. Das System erkennt auch das und teilt den Bildschirm wieder in 2 Hälften. Dadurch wird ermöglicht, dass das gemischte Gameplay in War of the Monsters im Einzelspieler- und im Zweispieler-Modus so richtig zur Geltung kommt. Wie alle Aspekte des Spiels wurde auch der Soundtrack von War of the Monsters
sorgfältig ausgewählt. Der Soundtrack wurde stark von der Musik aus alten Filmen inspiriert. Aber wir wollten nicht einfach nur diese Musik reproduzieren, wir wollten sie als Ausgangspunkt verwenden. Also haben wir versucht, all die Energie und Kraft, die Panik und das Grauen aus den wirklich großen Monsterfilmen einzufangen, sie anschließend auf den heutigen Stand zu bringen und in ein modernes Spiel einzupassen. Der Soundtrack ist außerdem dynamisch und interaktiv. Die Intensität der Musik hängt davon ab, was man innerhalb des Spiels gerade unternimmt und was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Sämtliche Level bergen eine Unmenge an möglichen Spielerinteraktionen. Sie sind nicht nur vollständig zerstörbar, was für sich genommen schon einen Riesenspaß macht. Viele der Level bieten zusätzlich noch versteckte Attacken, die man gegen seinen Gegner einsetzen kann. Im Club Caldera-Level zum Beispiel kann man einen Hechtsprung auf einige der kleinen Vulkankrater machen. Dadurch bricht der Hauptvulkan aus, der brennende Magmasteine auf den Gegner speit. Im Level Atomic Island kann man einen Hechtsprung auf den radioaktiven Knopf machen und dadurch die Mitte des Levels mit einer ekligen, radioaktiven Brühe füllen, in die man dann seine Gegner werfen kann, um sie ein wenig zu grillen. Das richtet auch jede Menge Schaden an und ist verdammt aufregend. Mit der Atmosphäre eines Filmklassikers aus den 50er Jahren, Monstern, so groß wie Wolkenkratzer und Spielumgebungen, die von bröckelnden Städten bis hin zu brodelnden Vulkanen alles zu bieten haben, unterscheidet sich War of the Monsters von allen anderen Kampfspielen. Machen Sie sich bereit für den Kampf Ihres Lebens in War of the Monsters!